Herzlich willkommen zur 98. Folge Minecraft mit Felix. Jetzt ist er schon zu faul zu sagen, dass es Continuum ist und sondern sagt er einfach nur noch Minecraft. Was soll das denn? Steht im Stream-Titel drin. Na, das sehen die in deiner YouTube-Aufnahme schon, oder wie? Ja. Na dann. Müssen sie. Ich kann ja auch ein Twitch-Ding da unten reinhauen. Aber ist sogar da. Ja. Ah, jetzt scheint wohl auch Twitch das Account zu haben. Silber 18.4. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es liebe, wenn ich in einem Tank Sachen drin habe und mich frage, wofür? In welchem Tank zum Beispiel? In dem Tank in meinem Inventar mit Stahl drin. Du hast einen Stahltank? Ein Tank, wo flüssiger Stahl drin ist, ja. Okay. Drei, sechs, neun. Naja, ich müsste was 12 machen. Wir müssen gar nichts. Haben wir hier noch dieses komische... Verdammt! Was ist jetzt schon wieder deine Mission? Ich brauche Gears. Ja, und deshalb schmilzt du mein Zeug gerade zu Gears, was nicht Gears soll, oder wie? Ja, ich schmilze hier Zeug. Ich würde es nicht auf Automatisierung stellen. Weil sonst kannst du gleich schätzungsweise wieder 15 Sachen zurückschmelzen, aber okay. Die Eisensachen kannst du übrigens auch zu Gears machen. Okay. Das Lumium brauchst du nicht, ne? Das Lumium brauche ich gleich in dem Tank. Hey, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Das Sugar können wir aber nicht aus deinem Ding da. Nee, da ist bisher eins rausgekommen. Bisher. Wir haben ja 7 Stacks geführt in unserer anderen Sugar Cane Farm, die ich gebaut habe. Brauchen wir die aktuell noch? Keine Ahnung, vermutlich für Emeralds oder halt unten für dein Fuel, aber hauptsächlich war es ja für Fist Fuel gedacht. Ja, okay. Aber ich habe keine Ahnung, wofür du es sonst nutzen willst. Ja, dann wahrscheinlich jetzt im Moment eher für Emeralds. So, die Gears sind unterwegs. Oh, zwei falsche. Den. Nein, das war wieder falsche. Den brauchen wir. Das heißt, ich brauche. Lass mich mal raten, du machst da vorne gerade Silver Gears? Ja. Warum müssen nicht die 5 Gears, die hier vorne in der Kiste drin sind? Okay. Reicht immer noch nicht. Na dann. Ist ja trotzdem nicht mein Problem. Jetzt reicht es. Dann Iron Gears auch fertig. Ja, ich habe auch Iron Gears gerade in der Kiste gefunden, also brauche ich auch nicht mehr, aber schmelzig. Aber kann die genug Iron Gears, glaube ich, haben. Ja, weil ich bräuchte jetzt nämlich. Warte. 12, ich bräuchte 24 Iron Gears. Was hast denn du bitte vor zu craften? Ich brauche mehr Strom. Na dann. Das ist schon... Holy...
Ich habe mein Lumium eingestellt. Bitte mal kurz nichts machen. Ja, ich hole es irgendwo. Bisschen Eisen rein. Ach so, das kippst du da jetzt mal schön in den Tank rein, ja. Ich baue es ja da drinnen. Okay. Jetzt habe ich drei Ja. Tanks im Inventar. Schön. Ach ja, übrigens, komm mal kurz einmal hier hinten zum Efeu, bitte. Ich möchte Zum dich mit, Käfer. ich will dich mit frustrieren. Guck mal einfach nur auf das Efeu-Grid. Warte mal. Die ersten beiden Punkte kannst du Not ignorieren, Sludge und Lumium. Das ist Lumium. scheißegal. Not enough. Pau, ach, du ahnst es nicht. Das heißt, ich darf jetzt auch noch gleich entweder die RF-Storage oder den RF-Controller upgraden oder mehr davon ransetzen, damit ich die 200 RF, die mir fehlen, bekomme. Geil. So, 24. Ja, genau. Oh. So, bis zum Thema Eisen und sowas, ne? Das einzig Gute an der Situation ist, dass ich glaube ich nur ein RF-Storage mehr ransetzen muss und dann ist die Sache gegessen. Problem an der ganzen Aktion ist, dass ich gefühlt 18 Sachen craften darf, so ungefähr. Oder dass irgend so ein Typ auf meinem Crafting-Table rumsteht. Ja, die sind mittlerweile so groß geworden. So, dann brauche ich noch diese komischen Enhanced Circuit Boards, Bombs und Redstone. Das ist Konstantan. Copper. Signalum, Brass, Bronze haben wir anscheinend nicht mehr, oder? Ich hab's im Inventar, aber nur 25, also so viele haben wir nicht mehr. Ich bräuchte, warte mal, ich bräuchte 24, nee, reicht nicht. Mal gucken, wie man das Bronze nochmal herstellt. Alloy-Keilen. Alloy-Keilen war das Ding da unten, ne? Kannst es auch einfach in unseren Alloy-Smelter schmeißen, aber ja. Okay, das heißt Zinn und Kupfer. Kupfer. Zinn? Silber. Silber, Silber, hat das Zinn? Hallo, Herr Alloy-Schmelter. Nein, nicht Silber. Kupfer, Zinn. Warum mussten die Scheiße immer so teuer sein? Das ist zum Kotzen. Sawmill, Survival Generator, Carpenter? Was, Carpenter? Gut Glaube, der möglich. Carpenter macht das Ding. Der Carpenter macht das Ding. Dafür brauche ich aber Wasser. Eins ist zu. Wie viel Carpenter braucht der Wasser? Wie viel Wasser braucht der Carpenter? Wie viele Carpenter braucht der Carpenter oder was? Ja. Wie viel kriegt man da rein? Okay. Ich hasse es langsam echt. Das ist doch zum Kotzen. Warum müssen wir denn nur scheiß Rezepte in diesem Ding drin haben? Ich habe keine Ahnung.
Hey, Feier, moin moin. Das ist jetzt die große Frage. Zwölf Stück hast du. Zwölf, zwölf, wie viel brauche ich davon? Auch 24, geil. Der Alois-Smelter ist leer. Ich vermute mal, wir haben keinen Strom mehr. Gut möglich. Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum das so wenig werden. Das wird übrigens später noch richtig, richtig witzig, ne? Inwiefern? Na, wir brauchen für jede, wortwörtlich jede verkackte Batterie so verdammt viel von diesem Empowered Inori Crystals. Die brauchen aber jeder immer einen Knopf, Cobblestone, Schneebälle und graue Farbe. Und das ist teilweise jetzt echt schon nervig, ey. Ja gut, ich sage mal irgendwann. Ich sage bewusst irgendwann sollten wir ja nach Möglichkeit die ganze Geschichte hoffentlich automatisiert haben. Na, das Problem ist, wie willst du die meisten Sachen automatisieren? So, du musst ja ganz spezielle Maschinen für bekommen. Und irgendwo verreckt gerade ein Zombie-Pigman. Der ist mit Sicherheit unten bei den Links. Unten bei den Kabeln. Ich darf gerade erstmal schön 8 Diamanten zerschroten, das ist auch toll. Ich weiß Acht übrigens, Diamanten. wofür ich den Stahl theoretisch gesehen bräuchte. Aber praktisch gesehen fehlt dafür eh noch viel auch anderes Zeug. Wollen wir vielleicht noch eine zweite Ebene Crafting Table um drüber ziehen? Okay, brauchst du so viel oder was? Naja, das eine ist mit dem Jetpack-Zeug bis auf die Thruster belegt. Die mittleren drei sind halt alles Maschinen-Casing-Dinger da. Der ganz rechte ist die Vorteile für die Thruster, aber da fehlen halt die teuren Sachen, die wir nicht so einfach bekommen werden, weil sie halt übertriebenes Ressourcenteuer sind, so mäßig. Und der andere zwischen Jetpack-Sachen sind halt für diesen, wofür ich ja an den Ressourcen gerade arbeite, so halb nebenbei zwischendurch. Wofür ich jetzt ja Alter, gerade das Elf Storage craft und die anderen beiden blockierst du. der Argfurnace, ne? Nein, ist mit dem. Da konntest du doch auch. Und so links drin machen, ne? Wenn du jetzt auf die Idee kommst, unten im Arc Furnace die Stäbe kaputt zu machen mit irgendwelchem sinnfreien Zeug, dann geht's auch nicht mehr Mit ganz gestört. Stahl. Wieso willst du im fucking Arc Furnace Stahl machen? Weil es deutlich schneller geht und deutlich kostengünstiger ist. Das glaube ich nicht, dass es deutlich kostengünstiger ist, aber okay. Wenn wir davon ausgehen, dass einer von den Stäben oben ungefähr 3 Stacks Kohle sind, so ungefähr, dann glaube ich nicht, dass es kostengünstiger ist.
Ja gut, 3 Stacks Kohle. Und beim anderen brauchst du nur Eisen und packst da Kohle dazu, die du sogar selber noch verarbeiten durftest, wodurch du noch andere Ressourcen bekommen hast. Ja, kostet aber... Mach, wenn du das nächste Mal die Stäbe dafür herstellst. Ich mach das nämlich nicht nochmal. Prissi. AOP. Dinger, Teile, Geräte da. AOP, das. Coke, das. Das war Cold Coke, ne? Für Stahl in dem Ding schon, ja. So, wie weit bist du denn jetzt hier mal? Wow, einer ist wieder frei. Kriegst du jetzt mal langsam Strom hier? Ja, langsam krieg ich da ein bisschen Strom zumindest. So, zweimal von den Vögeln da. Yay, wir haben zumindest 2 Generatoren. Wow. Mit 2 Generatoren könnten wir 120 Elf mehr machen. Könnte vielleicht hier oben ein bisschen mehr ankommen. Musst du diese AF-Storages dann auch ganz normal an den, Kabeln laden? Die packt man theoretisch gesehen an die Kabel ran, ja. Praktisch gesehen brauchen sie aber keinen Strom, um das abzudecken. Die brauchst du nur mit Strom versorgen, wenn du wirklich diese AF-Protik brauchst, um das Item herzustellen. Also werde ich vermutlich da Strom im Kabel ransetzen dürfen, aber ich habe keins. Okay. Was macht die Sludge? Soll ich mal gucken? Oder gehst du? Ich brauche halt jetzt noch nur noch die 1250 Millibuckets in dem einen leeren Tank, den ich im Inventar habe. 300 haben wir jetzt hier. Ich weiß halt nur noch nicht so genau, ob wir da jetzt dann eine Pipe ransetzen oder ob wir es direkt daneben setzen können, der das rüberpackt. Warte mal. Der ist jetzt so, ne? Ich wurde runtergeschossen. Das ist super. Ich laufe mal wieder einmal so rum. Du wurdest übrigens nicht runtergeschossen, sondern runtergeschlagen, glaube ich eher. Das ist ein Zombie. Ja, runtergeschlagen. Eine Karotte gedroppt. Eieiei. Das ist ja schön, dass du es nicht abgedeckt hast. Das heißt, die kommen die von unten hoch, ne? Mein Inventar wieder sortieren, toll. Ich würde behaupten, selbst schuld, du hast die Löcher nach unten aufgelassen fürs Wasser. Ja, ist wichtig. Also man ja, damit du für die Zombies den Durchgang auflässt und lüftest, ne? Das Wasser muss gelüftet werden. Ja, definitiv. Ich merke schon. Sludge soll er abgeben nach, ja, überall. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich einen Tank dazwischen. Ein Rohr. Wir sollten vermutlich sowieso. Das Problem ist, es wird super schwer zu, sozusagen genau hinzubekommen, wenn man nicht die, mehr als diese 1250 eigentlich haben will. Du brauchst 5 Stück von dem Zeug oder was? Ich brauche 5 Quartz Enriched Iron, ja. Okay. Du weißt doch, was ich craften will. Hast du die Rezepte noch nicht angeguckt? Dann
würde es ja theoretisch reichen. Das wird sowieso noch witzig. Okay. Naja, danach kommt direkt als nächstes schätzungsweise, ohne mich auszukennen, Reaktor? Reaktor. Ja, von Extreme Reactor. Ziemlich sicher. 98% würde ich behaupten, kommt als nächstes nach der Quest der Reaktor. Okay. Ich weiß nicht, wie viel du craften darfst von allem, aber ich gehe davon aus, dass das witzig wird. Ja. Weil wenn ich mir das so angucke, was ein Casing kostet, alleine der Core kostet ein Redstone, zwei Gold, vier Eisen, zwei Graphit. Graphit ist das schwerste von allem, schätzungsweise. Und dann brauchst du auch nochmal... Graphit einfach nur Kohle in Dings reingeschmissen? Ich glaube nicht. Oh, okay. Nö, du stellst... Wir haben jetzt extra diese eine Maschine hergestellt, den Res... Oder stell den gerade her, den Resonator. Da muss HOP Graphit-Ingot rein. Dafür musst du HOP Graphit Dust schmelzen. Das bekommst du, indem du 8 Coke Dust in den Industrial Squeezer oder in den Kompressor packst. Und die Coke Dust bekommst du, indem du Coal Coke in den Crusher packst oder Block of Coal Coke in den Crusher packst. Haben wir noch Wachskapseln? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe keine. Okay. Ich habe aktuell das Gefühl, dass es fast sinnvoller ist, erstmal auf das andere Cyber Storage Gefühl zu gehen. Okay. Naja, wenn ich mir das so angucke, wir brauchen. Welches ist denn das? Digital Style. Oder du meinst das andere ME-System, was wir bekommen würden? Genau, das andere ME-System. Also ist das erreichbar in der nächsten Zeit? Das müsste das von Refined Storage sein. Ich würde sagen halb. Problem ist, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus, ne? Also da braucht man sich gefühlt nicht mit auskennen, du musst einfach nur die scheiß Rezepte craften. Und alles aneinander klatschen wie bei jedem anderen Storage auch. Das einzige Problem ist eher, dass es nochmal Quartz-Enriched Iron kostet, allein der Controller. Das heißt, es ist auch widerwärtig. Das ist nämlich das Zeug, was wir gerade brauchen. Das kann. Bist du gerade oben? Kannst du mal ganz kurz in ein Kabel gucken? $8,200 hat hier eins. Irgendwie zwischen 8,2 und schwankend irgendwie so. Also das, was die tragen können, ist drin und bei. Also diese 8,18k oder irgendwie so was, keine Ahnung. Irgendwie so die Richtung. Alter, ich habe jetzt das Ding nochmal verdoppelt und das Stromoutput. Alter, die Power Cell da unten fühlt sich überhaupt gar nicht. Die viel interessantere Frage ist, wo verbrauchen wir den Strom? Guck mal, ich habe jetzt hier unten. Warte mal, der Miner ist aus, ja. Ja, aber es arbeitet oben gar nichts. Also 8, 12, 24 mal 60. Wir haben jetzt hier unten 1440 RF. Ja, aber oben läuft nichts. Also von oben ist der Stromverbrauch auf jeden Fall nicht gegeben. Aber ich weiß nicht, was sonst läuft. Sind das die Gartenklotsch, die so viel fressen? Nö, eigentlich ja nicht. Der die stehen alle. Die sind nicht angeschlossen, oder wie? Ach, die sind alle voll. Ah, okay. Jetzt laufen sie gerade mal hier ein bisschen. Das Zeug hier unten steht auch. Ja, aber wofür brauchen wir unseren Strom?
Es ist nichts angeschlossen, außer das hier unten. Verbraucht irgendwas im Stand Strom? Naja, du vermutest, eventuell ist es das Ding, was du gerade anhast mit Stahl. Ja, aber frisst das Ding so ja. viel? Also, theoretisch gesehen, aber, ja. Aber das sind doch nur 512, oder nicht? Bei Vollgas, oder nicht? Aber wo sind dann die anderen 911 hin? Das ist die Frage. Das Einzige, was ich bisher aktiv sehen könnte, sind die Garden Clutches, die jetzt unten gerade angegangen sind wieder. Dann das Ding, was du da anhast, wobei ich nicht mehr weiß, ob es überhaupt Strom frisst. Ja doch, da steht ja hier drauf, Input Rate 512 FE. Ja, aber die ist die nicht aktiv. Das ist die maximale Input Rate, oder nicht? Ja, und die... Ich weiß nicht, was die bei aber der Energy Change ist doch bei 0, also müsste da doch gar nichts gerade passieren. Genau, das oder? Heißt, es geht 512 rein und 512 raus. Ich weiß nicht, haben wir irgendwie eine Möglichkeit, gibt es hier so ein ja, Strommessgerät? Nicht, dass ich wüsste. Du kannst halt über die Kabel gucken, was in den Kabeln jeweils drin ist. Aua. Hier oben läuft aber alles nichts und es ist alles voll bis oben hin. So, eine blöde Frage. Warum hast du eigentlich hinter das eine Teil diesen Plant Gatherer den Coal Generator gesetzt? Ist doch unten an Strom angeschlossen, oder nicht? Ja, ich musste das Ding mal kurzfristig daran stellen, weil hier hinten, weil das Ding ist halt ganz am Ende der Nahrungskette sozusagen. Aber es müsste ja dazwischen irgendwas aktiv sein, damit es am Ende der Nahrungskette nicht ankommt. Ja. Aber es ist ja nichts, ich benutze aktuell von den Maschinen gar nichts. Du hast als letztes das hier oben benutzt mit Bronze, was übrigens inzwischen fertig ist. Beziehungsweise zumindest ist ein Stack drin, ne? Ja. Mehr brauche ich auch nicht. Ja, aber trocken. Ich verstehe das nicht. Na gut, es kann natürlich sein, dass die Kabel wirklich extrem viel aufnehmen. Tun sie ja auch, aber das ändert ja nichts an dem Fakt, dass sich die dann füllen müssten, wenn du unten produzierst und jetzt nicht erst nach 3 Stunden auf einmal leicht füllen müssen. Die sind ja immer noch nicht voll. Da gehen zwar zwischen 32.000 und 60.000 Kilo RF rein, aber die schwanken ja extrem. Das heißt, 41.000 geht pro Kabel rein. Ja, aber die schwanken ja. Also wenn ich jetzt hier auf ein Kabel, wo ich nebenstehe, raufgucke, geht das Ganze halt immer hoch und runter. Die anderen sind irgendwie stabil. Ich weiß nicht, ob die Kabel teilweise irgendwie kaputt sind vielleicht. Dadurch, dass... Weiß ich habe eine Idee. Das kann sogar sein. Meinst du, dass die Kabel, weil sie nicht isoliert sind, Strom verlieren? Ja. Echt jetzt? Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Okay. Das heißt, wir sollten uns, also spätestens wenn ich unten anfange, alles vernünftig aufzubauen, sollten wir da Kabel nutzen, die alle isoliert sind. Ich denke. Das war ziemlich viel. Was waren das? Silikon? Nicht Silikon, Das braucht eigentlich nur Latex und Latex ist theoretisch gesehen einfach zu bekommen, wenn das nicht aktuell, dadurch, dass wir einfach gefühlt keine Maschine haben, die das vernünftig kann. Warte mal, wie leicht kommen wir an Rubis dran? Welche Art von Rubis? Meinst du jetzt die roten Dinger da oder welche Rubis? Die roten, ja. Recht schlecht, glaube ich. Können wir die oben tauschen? Denke nicht. Das ist ja alles nur Pflanzenzeug, was man da tauschen kann.
Ja, da haben wir ja auch Smaragd und sowas haben wir ja auch herbekommen. Ja, weil das Emerald-Trades sind. Das heißt, du bekommst nur Emeralds gegen die ganzen Sachen. Weil der Market verkauft dir das für Emeralds und für Emeralds kannst du wieder andere Sachen kaufen, weil Emerald die Trade-Währung ist in Minecraft. Okay, können wir irgendwie Diamanten zum Beispiel künstlich herstellen? Ja, Philosopher Stone. Wofür brauchst du die jetzt auf einmal? Weil ich bin jetzt am Überlegen, dann die Dingskabel, die Glasfaserkabel zu nehmen. Weil da hast du dauerhaften, vollen Durchput. Die haben keine Begrenzung. Mir soll es egal sein. Nur die sind dann halt. Ja, oder halt Project E. Das Project E ist natürlich richtig ekelhaft. Oder Ubumetan. Oder Ubumetan. Dann könnten wir das. Oh, wie konnte man den Ubumetan nochmal herstellen? Das war doch. Hieß das Ding nicht Mass Fabricator? Schon, aber ich glaube, das Rezept ist hier rausgenommen worden, aber ich weiß es nicht. Okay, aber da würde ich erstmal sagen, und bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.